Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und servierte Spectatores, zu einem Tutorial-Video von mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Ich mache ein Tutorial heute zu Thrones of Britannia und werde mich heute mit der Mechanik des Kriegseifers beschäftigen. Und ich werde auch darauf eingehen, wie die sogenannten Grenzkriege damit zusammenhängen. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich bin Strategie-Let's Player und spiele bevorzugt die Total War-Serie. Ich habe dieses Video schon auf Englisch gemacht und ich werde es jetzt noch einmal auf Deutsch machen, weil erstens mein Englisch nicht das allerbeste ist und zweitens, weil die deutsche Community das sicherlich gerne auch nochmal hätte. Ich wurde das auch häufiger mal von Zuschauern gefragt, Günner, bei mir tickt der Modifikator Grenzkriege die ganze Zeit hoch, was kann ich da machen? So, das zeige ich euch jetzt, indem wir mal gerade nur für Vergleichszwecke mit Miet eine neue Kampagne starten. So, das allererste ist, hat das eine Auswirkung auf diese Kriegseifermechanik, welche Fraktion ich wähle? Nein, hat es nicht. Direkt kann ich direkt sagen, hat keine Auswirkung. Hat es eine Auswirkung, welche Schwierigkeitsstufe ich wähle? Ja, hat es. Und das seht ihr hier. Und zwar, was ihr hier seht, ist der Modifikator für den Grenzkriegwert, den ihr bekommen werdet, wenn ihr im Krieg mit einer benachbarten Fraktion seid. Und ihr seht hier direkt, der ist auf leicht bei 0,5. Der ist auf legendär und sehr schwer bei 1,5. Es ist mir nochmal wichtig hier zu betonen, dass legendär und sehr schwer sich in der Kampagne dahingehend nicht unterscheiden. Ja, tatsächlich ist legendär, was die Kampagnenmodifikatoren anbelangt, soweit ich das bisher sehen konnte, identisch. Was muss man noch dazu wissen? Ich werde gleich am Anfang einen Überblick geben über die ganzen Werte und wie ihr das am besten managen könnt, also quasi eine Kurzvariante, und dann werde ich nochmal im Detail auf die unterschiedlichen Aspekte eingehen. Nur nochmal zur Orientierung, also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr eine Schwierigkeitsstufe wählt, sagen wir mal, wir wählen jetzt hier die Schwierigkeitsstufe normal oder nehmen wir leicht, ja, wir nehmen leicht, da kann man ein paar Sachen, glaube ich, ein bisschen besser zeigen. Und wir bekommen dann eben durch den Grenzkrieg-Modifikator jede Runde nicht minus 2, das ist der Originalwert, sondern auf leicht bekommen wir minus 1. Und auf sehr schwer bekommen wir halt minus 3. Das Spiel rundet in der Regel auf. Ja. Bei 0,5 Werten auf jeden Fall. So, und jetzt wollen wir mal gerade gucken. Okay, der Witz ist, irgendwie läuft das Spiel gerade ein bisschen unstabil bei mir, aber egal. So, wir springen direkt in die Kampagne rein und ihr seht, also hier oben ist unser Kriegseiferwert und wir haben 7 Punkte, die das beeinflussen. Gefechte, Grenzkriege, Armeen im eigenen Territorium, Friedensabkommen, Ereignisse, Technologien, Kriegseifer, Ausgleich. Was heißt das jetzt genau für euch? Und zwar, der Punkt Gefechte bestimmt, ob ihr durch eure erfolgreichen Siege mehr Kriegseifer bekommt oder durch Niederlagen Kriegspunkte verwirrt. Hier schon mal ganz kurz die Übersicht, ne? Hier sind die englischen Begriffe, ich werde da später nochmal genauer drauf eingehen, aber dass die eiligen Leute, die es jetzt eilig haben, das jetzt schon mal sehen können. Interessant, scheint was damit zu tun haben, ob ich aus dem Fenster hier raus tabbe oder nicht. Okay, gut, ist jetzt auch nicht so erheblich. Ihr habt die Werte ja eben gesehen, sonst spult nochmal gerade zurück und pausiert euch das nochmal. Na, also, das heißt, durch die Gefechte habt ihr schon mal die Möglichkeit, euren Punktewert hochzukriegen beim Kriegseifer. Wie dem auch sei, sobald ihr einen Krieg habt mit einer Fraktion, die eine direkte Landgrenze zu euch hat. Und Achtung, wirklich, es zählen nur Landgrenzen und nur direkte Grenzen, keine Grenzen zu Vasallen oder sonst irgendwas. Dann bekommt ihr hier einen Malus durch diese Grenzkriege und der beträgt im Normalwert 2. Auf der Stufe jetzt, sagen wir mal, ich würde hier den Burschen hier den Krieg erklären, bekomme ich nächste Runde Grenzkrieg-Modifikator 1. Wir können das jetzt mal gerade aus Spaß machen und dann seht ihr das gleich. Ja, ich erkläre denen jetzt mal gerade den Krieg. Ich habe eine gemeinsame Grenze mit denen, ist jetzt erstmal egal, ne? Und ich werde nächste Runde plus 1 bekommen, weil ich jetzt hier auf leicht spiele.
Armeen in unserem Territorium belohnt uns tatsächlich so ein bisschen, wenn wir unsere, wenn wir 100% unserer Streitkraft im eigenen Territorium walten lassen. Da sind dann plus 2 Punkte bei 100% und bei mehr als 50% ist es immerhin noch ein Punkt. Damit kann man das so ein bisschen ausgleichen. Das gilt aber nur, solange wir Grenzkriege haben. Ansonsten zählt das nicht, ne? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, irgendeine Fraktion hier drüben auf den hier drüben irgendwo angreifen würden, ja, sagen wir mal hier Grand Hebrew oder wie auch immer das jetzt ausgesprochen wird, ist jetzt auch egal, dann würden wir da das nicht bekommen, ja. Friedensabkommen ist eigentlich ganz gut, sobald wir einen Friedensvertrag machen, bekommen wir plus 10 Punkte und es ist dann eben eine gute Möglichkeit auch, wenn man die Kriege beenden kann, das dann zu machen, damit man mehr Warfervor oder Kriegseifer bekommt. Wie dem auch sei, das Einzige, wie ihr den tatsächlich oben halten könnt, ohne dass ihr Kriegseifer verliert, ihr werdet sonst immer Kriegseifer verlieren, ist durch die Ziviltechnologie die Macht des Kriegsherren, weil ihr dann plus 2 Punkte pro Runde bekommt. Warum ist das wichtig? Weil ihr durch den Kriegseifer-Ausgleich, sobald ihr im positiven Bereich seid, jede Runde einen Punkt verlieren werdet. Das ist jetzt die Kurzfassung von dem Ganzen. Also merken, diese Technologie, wenn ihr viel Kriegseifer haben wollt, diese Technologie erforschen, Grenzkriege vermeiden, dann Friedensabkommen schließen, wenn man Grenzkriege hat, die Grenzkriege möglichst kurz halten, bei den Gefechten am besten immer heroische Siege oder zumindest entschiedene Siege erringen und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Dann könnt ihr es tatsächlich schaffen, dauerhaft positive Warfare-Punkte zu bekommen. Eine Strategie, die man dazu anwenden kann, die ich nicht so schlecht finde, ist mal die Überlegung zu sagen, okay, jetzt werden wir ein bisschen detailreicher, ne? Zu sagen, okay, ich organisiere mir hier drüben so einen OPM, also einen sogenannten One Province Miner, eine Fraktion, die nur eine einzige Provinz hat, wie zum Beispiel hier diese Provinz. Und ich werde dann von dort aus meine Eroberungszüge führen. Das sagen wir mal zum Beispiel, ich werde danach hier diese Fraktion angreifen. Das hat den Vorteil, ich bin relativ schnell wieder hier zurück. Ich habe keine direkte Landverbindung und könnte, wenn das hier jetzt, hier bekomme ich relativ leicht militärischen Zugang. Ich könnte dann hier rumstolzieren und immer wieder zurück, sobald meine Vorräte aufgebraucht sind. Weil tatsächlich werdet ihr dann halt eine Provinz da drüben brauchen, um eure Vorräte wieder aufzufüllen. Noch besser wäre es natürlich, sagen wir mal jetzt als Beispiel, ihr hieltet jetzt, sagen wir mal, diese Provinz hier und habt den Rest dieser beiden hier als Vasallen, ja, also das wird jetzt nicht so einfach gehen, ne? Aber sagen wir mal, ihr hättet nur diese Provinz hier, diese Provinz wäre ein Vasall, sagen wir mal so, ginge auch, dann könnt ihr hier alles hocherobern, ja, ohne dass ihr da irgendwie diesen Grenzkrieg-Modifikator bekommt. Das ist echt total merkwürdig gemacht im aktuellen Zustand des Spiels. Ich gehe davon aus, es wird bald gepatcht werden. Ich habe im Total War Forum schon was gepostet. Da ist ein Post von mir auch nochmal gelöscht worden. Also ich vermute mal, dass die daran arbeiten. Wobei, vielleicht habe ich den auch selber gelöscht oder ich habe dagegen irgendeine Forumsregel verstoßen. Kann auch sein, aber ich denke mal schon, dass CA daran arbeiten wird. Bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, dass die das nochmal besser ausbalancen werden. Weil aktuell ist dieser Kriegseifer nicht wirklich sinnig in meinen Augen, weil er nur von dieser Technologie abhängig ist. Sobald ihr positiven Kriegseifer wert habt, ich wiederhole es gerne nochmal, kriegt ihr den Kriegseifer-Ausgleich und der wird dann negativ sein. Auf der anderen Seite, wenn ihr im negativen Bereich seid, bekommt ihr einen positiven Kriegseifer-Ausgleichwert. Der Kriegseifer hat nämlich immer die Eigenschaft, gegen Null zu tendieren. Er wird sich immer wieder auf den Nullwert zurückbewegen. Es sei denn, ihr erforscht halt diese Technologie, dann kann der das nicht mehr. Und dann kann man hier ganz gut rumtricksen, ne, indem man zum Beispiel Schlachten schlägt. So, machen wir jetzt erstmal hier. Die kriegen wir auf leichter Schwierigkeit locker weggehauen. Ne. Machen wir hier aggressiver Kampf. Jetzt bin ich gespannt, was wir für einen Sieg bekommen. Entscheidender Sieg, würde ich sagen. Das müsste 5 Punkte geben. Jawohl. Was wir dann sonst machen, ist eigentlich egal. Ja, doch, keine 5 Punkte. Nur 3 Punkte bekommen. Entscheidender Sieg. Muss ich nochmal nachdenken. Ah doch, stimmt. Ja, genau. Decisive Victory. Bringt 3 Punkte. Ne? Genau. Nee, ist richtig. Tatsächlich bekommen wir dadurch 3 Punkte. Habe ich eben Quatsch erzählt. Man hört tatsächlich auch immer wieder, es gibt Leute, die behaupten, man könne diese Modifikatoren wie Grenzkriege
irgendwie reduzieren, indem man zum Beispiel Krieg gegen seine Rivalen führt oder sonst irgendwas. Das ist alles Käse, vergesst es aktuell, im aktuellen Zustand. Ihr werdet den Modifikator Grenzkriege niemals mehr reduzieren können. Wenn der mal auf minus 2 ist, wird er bis zum Ende des Spiels auf minus 2 bleiben. Ihr werdet da nichts dran ändern können. Wenn ihr Armeen in eurem Territorium habt, während wir diese Grenzkriege führen, wir werden es ja gleich sehen, das ist übrigens auch interessant zu wissen, könnt ihr auch nicht reduzieren. Der wird auch auf diesem Wert bleiben, den er eingenommen hat. Wenn wir da jetzt gleich plus 2 bekommen, wird er bis zum Ende des Spiels auf plus 2 bleiben. Friedensabkommen, genau das gleiche. Wenn wir 10 Punkte durch Friedensabkommen bekommen haben, wird er immer so bleiben. Er wird nicht runterticken, auch nicht, wenn wir mit der Fraktion wieder einen Krieg beginnen. Es ist total wurscht. Der Wert wird auch identisch bleiben. Der Wert durch Ereignisse, ihr ratet es wahrscheinlich schon, wird auch identisch bleiben. Der Technologiewert ist der einzige Wert, der hochtickt, und der Kriegseifer-Ausgleich ist der einzige Wert, der hoch und runter ticken kann. Und ihr wollt natürlich den, ich sag mal, Ticking War Fervor, um mal so im EU4-Jargon zu sprechen, den wollt ihr natürlich haben, ne? So, das ist jetzt alles hier relativ unspektakulär. Für die Testzwecke reicht es. Ich springe jetzt mal gerade in die nächste Runde. So, kleiner Hinweis noch von meiner Stelle. Übrigens, es ist total unerheblich, ob wir Siedlungen einnehmen oder nicht. Dadurch. So, da muss ich doch nochmal gerade die Dateien auf Fehler überprüfen, weil mir das Spiel dauernd abnippelt. Also, es ist eigentlich unerheblich, ob wir jetzt hingehen und Siedlungen einnehmen. Das bringt für unseren Warfare-Modifikator oder für unseren Kriegseifer-Modifikator nix. Und ihr seht jetzt hier minus 1 durch die Grenzkriege, Armeen im eigenen Territorium plus 2 und minus 1 durch den Kriegseifer-Ausgleich. Ne? Und das ist halt so, solange wir jetzt unsere Truppen alle im eigenen Territorium behalten und solange wir da keine Schlachten phänomenal verlieren, solange bleibt das eigentlich noch, solange wird das ein positiver Wert bleiben. Warte mal gerade, du müsstest ja mal irgendwie gerade ein paar Truppen rekrutieren. Jetzt immer nur so testweise, ne? Mach mal irgendwie noch hier. Komm, wir machen hier Billigheimer 60. Würde genau hinhauen, ne? Mach mal dieses. Und dann fassen wir die mal gerade zusammen. Ne, damit leert man zwar den, Einheitenpool ständig aus. Aber es geht, ja. Okay, und ihr habt jetzt also gesehen, ich habe jetzt hier nichts bekommen, ja. Tatsächlich muss man auch ein bisschen dann aufpassen, dass man halt nicht auf die Idee kommt, illoyale Generäle zu verheizen, indem man die einfach gegen so eine gegnerische Streitmacht reinmettelt, weil die dann einfach, dann kriegt man halt eine entscheidende Niederlage oder eine vernichtende Niederlage und dann verliert man für eine Truppe direkt halt minus 5 oder minus 10 Kriegseifer, ne? Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Aber sobald wir die entsprechende Technologie haben, ist es relativ leicht, diesen Kriegseifer wieder hochzubringen. Und ihr müsst auch immer wieder im Kopf behalten, also denkt daran, warte mal, ich werde mal gerade noch in die nächste Runde reinspringen. Denkt auch bitte daran bei der ganzen Sache, dass sich halt eure Modifikatoren nicht weiter verändern werden. Ne? Das ist halt auch in meinen Augen ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache. Oder dass eure Modifikatoren, die werden sich natürlich verändern, aber die werden nicht mehr runterticken. Ne? Davon, von der Vorstellung muss man sich verabschieden. Ne? So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Hier übrigens jetzt auch so eine Sache, ne? Bei diesen Events. Wenn wir jetzt Dublin angreifen, dann bekommen wir zwar Einfluss, was ja an sich ganz gut ist. Dann haben wir aber das Problem, jetzt haben wir hier einen weiteren Grenzkrieg und wir werden jetzt dadurch minus 2, wir spielen ja auch leicht, minus 2 pro Runde bekommen. Aber auf sehr schwer bekommt ihr minus 6 pro Runde. Auch das muss man, da muss man tierisch aufpassen. Ne? Ihr seht hier, es hält sich jetzt wieder die Waage. Ne? Das sind 4 Einheiten. Ne? Packen wir das? Ich weiß nicht, wir gucken mal gerade. Lass mal gerade testen. Na gut, ich glaube, wir würden es unter normalen Umständen, würden wir es packen, ne? Warte mal, was ist das hier? Das ist ja alles nicht so. Ja, jetzt muss ich diese Schlacht da selber machen, ne? Das ist mega blöd. Also, aber okay, ich belage den jetzt mal gerade. Jetzt bekomme ich halt auch nächste Runde meinen wundertollen Modifikator für die Truppe im eigenen Territorium nicht mehr. Und dann ticke ich dann halt jetzt um 2 Punkte halt direkt runter. Außerdem habe ich zu wenig Nahrung. Das ist ja auch irgendwie blöd, ne? Mal löst die mal auf gerade.
So, und das werdet ihr jetzt gleich auch sehen. Also, so lange warten wir jetzt mal noch gerade, damit ihr das euch einfach nur noch angucken könnt. Tatsächlich hier, Achtung, ne, es gilt wirklich nur pro Fraktion, jetzt nicht pro Grenze. Ne? Ja, cool, guck mal hier. Dann, weder Nahkampf noch Fernkampfeinheiten. Ne? Komm, ich glaube, wir haben die besseren Nahkampfeinheiten. Das wird ein Unentschieden, oder? Knapper Sieg. Ah ja, cool. Da kriegen wir sogar noch einen Punkt für. Ne, da haben wir tatsächlich jetzt noch einen Punkt für gekriegt. Oder zwei sogar. Zwei Punkte. Close Victory. Ja, Galen forever. Okay, dann müssen wir mal gerade schauen, dass wir uns jetzt nochmal hier so nah ran bewegen, dass wir unterstützen können bei dieser Belagerung. Weil das macht unseren Sieg natürlich einfacher. Wofür ist das hier? Ich bin gespannt. Da wird es bestimmt auch noch was. Da wird es bestimmt auch noch was geben. Man ist dann tatsächlich auch ganz gut beraten, solche Schlachten selbst zu machen, weil man die in der Regel ja besser gewinnt, als wenn man die KI das auswürfeln lässt. Ne? Wieder 5 Punkte mehr bekommen. Ja, ja, wir besetzen das nur. Wir haben kein Interesse daran. Eigentlich haben wir kein Interesse daran, diese Siedlungen hier nein, wir laufen mal hier hin. Wir haben eigentlich kein Interesse daran, diese Siedlungen nur zu plündern, weil wir dadurch ja durch das Plündern eine Runde Zeit verlieren und wieder einen Border Wars Modifikator mehr bekommen oder einen Grenzkrieg Modifikator mehr bekommen. Ihr seht es übrigens schon hier, Kriegseifer-Ausgleich minus 3. Ne? Also obwohl wir Schlachten gewinnen, ist es für uns kaum möglich, hier in einen hier dauerhaft in einem positiven Kriegseiferbereich zu bleiben. Und sobald wir... Alter, die sind ja sau schlecht. Weil wir jetzt auch zwei Kriegsgegner haben, ne? Das ist halt... Und auf hohen Schwierigkeitsstufen wird es halt noch krasser. Ja, ja, es ist egal, ob wir da noch einen Krieg machen oder nicht. Es ist jetzt auch uns... Ist auch gerade nicht so wichtig. Da geht es ja nur darum, das zu zeigen. So, dann machen wir nochmal hier gerade alles weg. Und wir sehen jetzt hier, ne, Grenzkrieg minus 6. Also wir haben nochmal minus 2 bekommen. Kriegseifer-Ausgleich minus 4. Weil wir auch sehen, dass wir zum Beispiel mit dieser Fraktion keine direkte Grenze haben. Das heißt, wir haben nur einen minus 2er Modifikator bekommen. Und nicht einen minus 3er. Oder wie es dann eben auf legendär sehr schwer wäre, minus 9. Ja? Wenn das jetzt die Fraktion hier wäre, bekämen wir minus 9 pro Runde. Ich finde es insofern halt ein bisschen schade, weil diese ganze Mechanik nur so darauf aus ist, dass man halt Kriege nicht gegen seine direkten Nachbarn führt. Man kann das zum Beispiel als, wenn wir, sagen wir mal, wir nehmen hier, wo ist deine Hauptstadt? Hier, wenn wir Westsachsen nehmen, da ist es zum Beispiel ganz praktisch, weil da kann man das relativ gut kontrollieren. Man hat ganz viele Vasallen drumherum. Ich überlege gerade, man kann ja auch als Northumbria spielen. Auch als Northumbria hat man ja immerhin zwei Vasallen hier drüben. Naja, gut. Aber wenn die halt Gebiete erobern und dann hier so eine Schneise reinschlagen oder vielleicht sogar hier oben ein Gebiet erobern, dann kann man einfach anfangen, hier oben auch munter zu plündern und so. Das ist dann gar nicht mal so verkehrt. Ne? Also es ist immer ganz sinnvoll, wenn man so Pufferzonen dazwischen hat. Am besten sind es dann halt immer Vasallen. Wobei man, Achtung da, dann auf die Versorgung halt eben achten muss. So, jetzt nochmal ganz kurze Besprechung der Details. Ne, habe ich schon eben gesagt, Gefechte. Hier seht ihr es nochmal. Heroischer Sieg plus 10. Eine mannhafte Niederlage, also heroischer Sieg plus 10. Mannhafte Niederlage plus 4. Entscheidender Sieg plus 3. Knapper Sieg plus 2. Knappe Niederlage minus 3. Pyrrhus Sieg minus 5. Und entscheidende Niederlage minus 5. Crushing Defeat, also vernichtende Niederlage minus 10. Muss man also aufpassen. Dann Grenzkriege habe ich eben schon erwähnt. Minus 2 ist der Basiswert, modifiziert mit der Schwierigkeitsstufe. Also 0,5 für einfach, 1 für normal, 1,25 für schwer, 1,5 für sehr schwer und legendär. Und wie gesagt, er gilt halt nur für Provinzen,
die direkt, oder für Fraktionen, er gilt nur pro Fraktion, die direkt auf dem Land an uns grenzt. Ich könnte hingehen, zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, als Dublin nur diese Insel hier hätte, das wäre halt super, dann könnte ich zum Beispiel hier eine Küstenprovinz und hier eine Küstenprovinz und hier eine Küstenprovinz erobern und würde den Malus nicht bekommen durch die Grenzkriege. Natürlich halt in dem Moment wieder, klar, sobald ich hier meine Provinz habe, ne, wenn ich den, sobald ich mich hier festgesetzt habe, bekomme ich den. Deswegen ist mein Tipp, am Anfang immer erstmal die kleinen Fraktionen anzugreifen, damit man am Anfang keine krassen Mali anhäuft. Wobei man das durch dieses Kriegseifer-Equilibrium wieder auf Null ausgleichen kann, oder diesen Kriegseifer-Ausgleich, der wird dann irgendwann positiv werden. Aber ich finde es in der Regel halt besser, erstmal so kleine Gegner anzugreifen und die Platz zu machen, auch wenn man mit denen gar keine direkte Grenze hat, das ist eigentlich unerheblich. Also man muss halt nur sich immer die Frage stellen, ob es der Weg wert ist, den man zurücklegen muss, und man muss sich auch so ein bisschen die Frage stellen, ob man genügend Versorgungsreichweite hat, ne? Weil das ist ja mittlerweile ein entscheidendes Kriterium für unsere Armeen. Ansonsten Kriege mit Nachbarn immer möglichst kurz halten, Armeen immer schön so strategisch positionieren, dass man den einfach überrennen kann, und dann halt natürlich immer auch die Armeen des Gegners möglichst schnell erstmal aus dem Weg räumen, damit man dann mit so Mini-Armeen, ihr kennt das ja hier, wenn man hingeht und jetzt einfach nur hier, sagen wir mal, wir stellen den Typen jetzt hier auf und erobern ihm dann hier so eine Siedlung weg, das sollte man auch exzessiv benutzen. Das ist zwar ein dummer, also es ist kein Exploit, weil es ist offenbar gewollt in dem Spiel, dass man das so macht, weil die Nebensiedlungen nicht garnisoniert sind, aber man kann es tatsächlich so machen, es funktioniert recht gut. Dann natürlich, wenn es einen Krieg gibt, muss man sich überlegen, will man Armeen im eigenen Territorium halten. Ich würde sagen, auf der niedrigen Schwierigkeitsstufe ist es vielleicht noch ganz sinnvoll, wenn man auf leicht spielt. Ansonsten ist es nicht unbedingt sinnvoll, weil der Kriegseifer sowieso wieder auf Null runter ticken wird. Man sollte halt nur gucken, dass man nicht so viele Schlachten verliert. Das wäre eigentlich mein wichtigster Hinweis. Ne? Und dass man halt versucht, nicht irgendwie gleich drei Kriege auf einmal mit direkten Nachbarn zu führen. Das ist zu krass. Das wird einen zu viel Mali aufbürden. Das kann man sich einfach schenken. Da gibt es bestimmt clevere Wege, das über die Diplomatie zu machen. Für Irland oder für die irischen Fraktionen halt natürlich dann wieder ganz sinnig, weil die ja diplomatisch annektieren können. Also wir können ja über Diplomatie, können wir ja Fraktionen komplett integrieren in unseren Staat, ne? Und über dieses Legitimitätssystem. Und das ist dann hier auf jeden Fall den Kriegen vorzuziehen, definitiv, also ganz, ganz sicher. Das ist übrigens voll heftig, ey, das ist schon wieder abgeschmiert, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben den Window-Mode irgendwie ein bisschen verdummbeutelt, aber okay, gut. Ist egal, ich bin das ja schon von Heroes of Might and Magic 7 gewohnt, dass Spiele nicht mehr funktionieren, nachdem hier irgendwelche Patches kommen. Okay, ist jetzt aber mal egal. So, ihr seht jetzt halt hier zum Beispiel, hier habe ich jetzt mit Meat gespielt, da habe ich halt ganz viel hier diplomatisch integriert, damit ich nicht so viele Grenzkriege führen muss. Und habe auch hier jetzt einen am Laufen. Ihr seht halt hier, ne, minus 18, Kriegseiferausgleich minus 13, aber durch die Technologie halt einfach 20 Punkte Bonus. Ne. Friedensabkommen habe ich ja schon bereits erwähnt, ne, plus 5 pro Friedensabkommen, und zwar auch ein Modifikator, der nicht runterticken wird, der wird so bleiben. Ereignisse könnt ihr halt nicht beeinflussen. Da könnt ihr halt mal Boni bekommen durch eine Mission zum Beispiel, kann aber auch wieder weggehen. Technologie könnt ihr halt bekommen, indem ihr möglichst schnell diese Technologie Macht des Kriegsherren eben erforscht. Und dann bekommt ihr den Ticking War Fervor oder den hochtickenden Kriegseifer. Pro Runde Kriegseifer-Ausgleich habe ich auch gesagt, den werdet ihr immer haben. Der wird dann, sobald ihr positiv seid, wird der immer runtergehen, und die sind halt auch nicht gedeckelt, diese Werte. Das heißt, ihr werdet irgendwann minus 293 Kriegseifer-Ausgleich haben, wenn ihr im positiven Bereich seid, und ihr könnt auch irgendwann ohne Probleme minus 350 Grenzkriege haben. Das ist absolut alles eine mögliche Nummer, ja. Wichtig für euch ist halt noch zu wissen, ihr könnt beim Kriegseifer nicht über 70 Punkte hinauskommen. Dieser Wert ist sehr wohl gedeckelt, was ich ein bisschen, ja, schade finde, weil nachdem man das schon so ultimativ oder nachdem man das schon so kompliziert gemacht hat und undurchsichtig für den Spieler und dann auch noch so schwierig da hochzukommen, ne, wie wohlgemerkt, ist es nur möglich mit der Technologie Macht des Kriegsherren da hochzukommen,
dann hätte man das schon so ein bisschen machen können. Ihr seht jetzt übrigens, das Spiel ist schon, hat sich schon wieder aufgehängt. Dann hätte man das übrigens halt schon so machen können, dass man dann die Boni ein bisschen anders bekommt. Die sage ich jetzt kurz, auf welchen Stufen ihr das bekommt. Wichtig auch für euch dann hier, der... jetzt geht's dann doch wieder. Das ist ja echt merkwürdig. Okay. Wichtig dann für euch einfach nochmal der Hinweis. Im positiven Bereich bekommt ihr immer Boni. Und im negativen bekommt ihr immer Mali. Und deswegen wollt ihr immer im positiven Bereich sein. Wenn ihr mehr... ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Das Level 0, auf dem wir uns befinden. Da kommt ihr raus, wenn ihr einen Wert von... über 12 Punkten erreicht beim Kriegseifer. Also wir sind kurz davor, auf Stufe 2 aufzusteigen. Also Stufe 1, wir sind jetzt momentan auf Stufe 0. Stufe 1 erreichen wir bei mehr als 12 Punkten oder bei genau 12 Punkten. Stufe 2 oder, ne, Moment, nochmal gerade. Also ne, Stufe 1 erreichen wir dann. Stufe 2 erreichen wir bei einem Wert von mehr als oder gleich 36 Punkten. Dann befinden wir uns im zweiten Abschnitt und die höchste Stufe bekommen wir bei einem Wert von mehr oder gleich 61 Punkten. Das ist also ein sehr schmales Fenster, was ihr habt. Aber dann bekommt ihr zum Beispiel plus 5 öffentliche Ordnung für alle Regionen, plus 20 Ruhm und so weiter und so fort. Und das wird im Late Game wird es echt eine gute Sache. Und übrigens gilt es dann halt eben auch für die Negativwerte ähnlich, ne? Also minus 1 bekommt ihr, wenn ihr einen Wert habt, der, jetzt muss ich überlegen, der halt niedriger, also der im Bereich von minus 12 bis 0 liegt. Wenn ihr den Wert von minus 12, ich mach's nochmal von hinten, das ist ein bisschen einfacher. Ein Wert, der niedriger oder gleich dem Wert von 61 ist, ist die schlechteste Stufe. Ein Wert, der niedriger oder gleich minus 36 ist, ist die zweitschlechteste Stufe. Und ein Wert, der minus 12 oder weniger ist, dann seid ihr auf der Stufe minus 1. Ne? Dann seid ihr eine Stufe runtergefallen. So, das wollte ich nur nochmal sagen dazu. Es ist auch echt nicht cool, finde ich, dass das nirgendwo so erklärt wird und dass der Tooltip das auch nicht so hergibt. Das ärgert mich ein bisschen, ich finde es halt schade. Ich bin jetzt aber gerade echt entspannt und froh, dass mein Spiel wieder läuft. Da kann ich ja echt gleich noch ein Part aufnehmen, ne? Ja, ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen erklären, worauf ihr achten solltet, ne? Also mein Credo wäre tatsächlich, versucht doch, also natürlich solltet ihr bei der Technologie nicht eure Schlüsseltechnologien vernachlässigen. Ihr seht hier, ich habe ein bisschen Schlüsseltechnologien vernachlässigt. Ich habe zum Beispiel gar nichts hier großartig im militärischen Bereich geforscht, außer die erste Stufe bei den Speerkämpfern und bei den Geschosseinheiten. Aber so die ersten zwei Dinger hier, die könnte man ganz gut machen eigentlich. Das geht, glaube ich, noch. Und dann würde ich aber wirklich schon echt versuchen, dann könnt ihr euch militärisch festigen, dann würde ich wirklich versuchen, direkt auf die Macht des Kriegsherren zu gehen. Und das bekommt ihr, wenn ihr ein Garnisonsgebäude ausbaut oder eine Stadt erobert, die ein Garnisonsgebäude der höchsten Stufe habt. Und dann würde ich das sofort auch versuchen hochzutacken. Einfach nur, weil dieser plus ein Punkt, den ihr pro Runde macht. Hier seht ihr es zum Beispiel, habe ich ausgebaut, ne, mit einem Mal. Habe ich halt erobert, aber klar, habe ich dann noch einmal ausgebaut. Und seitdem konnte ich dann diese Tech erforschen, das Wachhaus. Dieser eine Punkt, der ist einfach so unglaublich wichtig für euch, den ihr jede Runde kriegt, ne? Und ihr braucht ungefähr 18 Runden, um das zu erforschen. Und wir sind ja jetzt hier zum Beispiel in Runde paar und 60. Das könnt ihr euch ja direkt ausrechnen. Wenn ihr noch ein paar Siege gemacht habt, könntet ihr halt schon sehr schnell einen sehr hohen Kriegseiferwert erreichen. Das ist tatsächlich möglich. Außerdem strategisches Schließen von Friedensverträgen. Man kann das tatsächlich sogar exploiten. Ich könnte jetzt hingehen und könnte dieser Fraktion jetzt hier den Krieg erklären. Könnte ihr in der nächsten oder übernächsten Runde oder irgendwann könnte ich den Friedensvertrag anbieten. Ich muss ja keine Angst haben, weil der wird niemals eine Grenze mit mir haben. Ich kann da locker einfach mit dem die ganze Zeit im Krieg sein. Und irgendwann mache ich einen Friedensvertrag mit denen und kriege meinen 5-Punkte-Bonus wieder. Also das kann man auch exploiten. Ne, muss man auch so ein bisschen überlegen, ob man das halt machen will. Weil das sind immerhin 5 Punkte, die ihr bekommt.
Klar, dadurch hat man zwar einen zusätzlichen Krieg, aber zusätzliche Kriege sind ja egal, solange die Fraktion keine direkte Grenze zu uns hat. Es gilt natürlich wie immer, Fragen stellen, wenn ihr einen Aspekt der Spielmechanik habt, den ihr gerne erläutert haben wollt, sagt mir bitte doch Bescheid. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Tutorial-Anregungen, wünsche euch alles Gute, wir sehen uns im nächsten Part, in diesem Sinne. Pax vobiscum, valete.